Hallo und willkommen zu einer Folge Pokémon. So, wir sind noch weiter hier auf Route 5. Und wollen mal gucken, was hier von noch irgendwelche Trainer sind. Oder ob das irgendwie alles keine Trainer mehr sind. Der ist noch ein Trainer. Okay. Ein Musiker. Okay, ja gut, dann gehen wir gleich mal wieder raus. Ja, mit einem Voltwechsel natürlich. Okay, jetzt war es nicht so praktisch, sag ich mal. Ja, tanken wir wenigstens weg. Hat natürlich auch noch einen Volltreffer. Was denn auch sonst? Ha, hast du davon. So, mal ein Katapult. Ja, hab ich gerade gesagt, ich mache einen Katapult. Mal einen Schaufler. So, was hast du noch? Aber die haben eigentlich, immer wenn die mehrere Pokémon haben, die haben immer das Doppelte, ne? Selbst bei drei Pokémon haben die immer auch dreimal dasselbe Pokémon. Können die mal irgendwie zwei unterschiedliche Pokémon haben, so? So. Ich denke, es wäre cool, als einfach nochmal hochhalten und zu übertranken. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie er zurücklaufen, was zu halten. Einfach mal ein paar Tränke benutzen und fertig. Ja, einen Deko-Artikel, wollen wir schon immer haben. So, Beutel. So, jetzt ein Trank hier, obwohl reicht nicht ganz, ne? Wir brauchen mal einen Trank. Und auch wieder voll bist, und dann hier. Blub. So. Du bist ja kein Trainer hier. Da klauen die vielleicht noch irgendwie. Der Clown, so ein Trainer. Aber komisch, dass er eben nur mit einem Kämpfer, wenn man die anspricht. Der komische Gitarrist da eben gerade auch. Vollum. So, aber hier können wir auf jeden Fall mit einem Voltwechsel rausgehen. Alles in Abwehr. Ja, ist schon ein bisschen doof für uns, aber ich hoffe mal, es reicht immer noch einen Flügelschlag einzusetzen. Oh, natürlich hat er Entgiftung. Schlitzer. Schlitzer brauchst du nicht unbedingt. Eigentlich ist Rotorisch Spiel halt schon speziell, von daher nutzt es nicht wirklich. Noch ein Rollum, dann bleiben wir einfach drinnen. Boop. Okay, dann entgiften wir dich mal kurz. Boop. Eine Beere hier geben. Da. So. Bist du noch ein Trainer? Tatsächlich, so, what the fuck, ey. Was ist das für Trainer, die dir erst gegangen kämpft, wenn man sie anspricht hier, ey? Drei Pokémon. Grillmark. Wir hatten erst dreimal Grillmark. Heute Grillmark, Vini, hier Vegimark und Sodamark. Ja, erstmal wieder raus hier. Aber echt, also die Trainer hier sind auch gefühlt für vor der Arena, also vom Level 21 ist auf jeden Fall nicht für nach der Arena bestimmt, würde ich sagen. Also auf jeden Fall nach dieser Brücke noch, werden auf jeden Fall noch Trainer kommen dann.
Hast du eingeschlafen, was soll's? Sag mal Legimark. Mach mal Sodamark. Da ist Sodamark. So, den ist hier oben. Kommt man hier rum? Ja, da oben ist auch Trainer. Bei der oben haben wir nämlich auch schon einen gesehen. Wir haben nochmal kurz hier Tom aufwecken. Haben wir irgendwas zum Aufwecken hier? Ich weiß gar nicht, dass das Gras hier rascheln kann, so wie hier vor uns. Was ist da jetzt drin für ein geiles Pokémon? Boah, ne Water, ey. Also ich lohnt sich wahrscheinlich schon, was wir tun, ne? Ich krieg, glaube ich, auch ganz gute Erfahrung, auch wenn es wild ist, oder? Verdammt, werden wir das sehen. Oh mein Gott. Da kriegt er gar keinen Damage. Will ihn nicht fünfmal treffen. Na, viermal. Na gut, dann gehen wir mit einem Voltwex raus und gehen auf irgendeine Trümmerer. So, ja, dann ne Berggerald. Wow, okay. Macht jetzt leider auch nicht viel mehr, wie gehofft. Gern Power. Oh mein Gott. Okay. Womit machen wir am meisten Damage irgendwie? Aber wer resistiert den am besten? Ich denke, wenn jetzt eine Pflanzenattacke einsetzt, ist auch irgendwie kacke, ne? Ich glaube, ich fliege ja eigentlich mal. Gegen Odo. Ich würde es schon einen Daumen kriegen, aber irgendwie ist es Aufwand gerade, aber den Wert. Also haben wir schon zu viel Damage jetzt quasi gefühlt genommen hier. Ja, nehmen wir mal den Trainer hier noch mit. Da links stand ja auch noch einer. Dann werde ich wahrscheinlich schon mal nochmal zurück zum Pokémon Center laufen. Also ein guter Start hier. Ach komm, ja. So, bevor wir selber durchs Gras durchlaufen, setze ich auf jeden Fall nochmal einen Schutz vorher ein. Was da ist er. So, bup, bup. So, da nehme ich auch noch einen. Nehmen wir das Item dann mit. Wie gesagt, dann laufe ich nochmal, glaube ich, noch mal zurück zum Heilen. Zum Pokémon Center. Da links müsste er gleich schon mal scheitern, wenn er irgendwie die komische Brücke da kommen. Guck mal hier, Schalker Weiterentwicklung, auch mal gesehen. So, das müsste aber wahrscheinlich mittlerweile mal Typ-Boden sein, oder nicht? Tja. Der ist nicht so angehauen, wäre es ein bisschen angenehmer, muss ich sagen. Ich werde gleich sehen, ob der schon Typ-Boden ist oder nicht. Ich meine, ist es normal-effektiv oder ineffektiv? Ja, ist normal-effektiv. Ja, da werde ich den hier platt machen und dann zurückgehen, dann weiß er kurz so jetzt.
So. Hat sich dann gelohnt, für das Item herzukommen? Oh, nee, eigentlich nicht. Ah, das ist noch ein Item. Mal wiederbeleben können wir uns dann sicher nicht. Ja, oh Mann, da ist die Brücke. Okay, rennen wir mal schnell zurück. Miep, miep. Auf dem Weg. Da rennen. Ach komm, ey. Wie ist denn die mit, schafft mit dem Fahrrad immer ein Feld zu fahren? Aber es ist Fahrrad einfach zu schnell. Okay, ja, und dann hören wir auf zur Brücke. Ich frage mich, ob wir danach dann auf Route 6 sind. Dort quasi nach der Brücke Route 5 weitergeht. Aber die Stadt kann auf jeden Fall noch nicht danach kommen. Das war ja bei Stardust City also, dass wir quasi über die Brücke gegangen sind und dann waren wir ja schon in Stardust City drin. Zeit anzurufen. Ich bin's, lass bitte die Zugbrücke herunter. Ich habe ja ein paar Trainer, die gerade gegen dich antreten möchten. Ja, danke. Seht mal. Ist ja toll. Auf mich warten Dreharbeiten, daher verabschiede ich mich jetzt. Der Arenaleiter der nächsten Stadt ist etwas eigenwillig, also viel Glück. Ich bin ein Trainer, ich werde immer stärker und lasse meine Siege für mich sprechen. Auch der Champ wird mir bald Gehör schenken. Ist aber so, ne? Dem Terry-Bug-Kampf wurden deine Pokémon einfach gewonshottet, also okay. Zum Trainer? Weil wo kommt der Typ gerade eigentlich jetzt her? Die Brücke ist gerade runtergefahren, wir sind der Erste, der hier gerade raufgelaufen ist. Wo kommt der Typ jetzt her, der hier steht? Ich weiß, ein Einzelner, ne? Bist du vielleicht ein Trainer? Ja. Hm? Oder ich hab gleich gesehen, dass da irgendwas war. Okay, und? Wo sind wir jetzt? Ne, das ist echt schon in der nächsten Stadt, lol. Da muss ja wohl irgendwas passieren oder so, oder nicht? Ich finde ja voll viele Erfahrungspunkte. Ich sag, der nächste Trainer ist jetzt ja Level 31. Da kann ja nicht alles gewesen sein, die paar Trainer da, die auch irgendwie voll unterlevelt waren, gefühlt. Hm, wer seid also die Trainer, die von Camilla gesprochen hat? Ich bin Tona, der Arenaleiter dieser Stadt. Einen herzlichen Empfang dürft ihr von mir aber nicht erwarten. Das ist nur das in der Brücke schuld daran, dass diese Kerle von Team Plasma entkommen und jetzt in der Stadt auf freiem Fuß sind. Das ist aber ärgerlich. Ihr wisst natürlich sehr dankbar, dass ihr die Brücke für uns runtergelassen habt. Aber deswegen trifft uns doch wegen der Flucht keine Schuld. Ist ja auch egal. Fakt ist, dass ihr jetzt hier seid und dass diese Dunken von Team Plasma in der Stadtinneren abgehauen sind. Auch wenn es jetzt hart rüberkommt, aber ich verlange von euch, dass ihr diese Kerle für mich ausfindig macht. Ihr seid schließlich fähige Trainer, oder? Ach ja, wenn ihr die Kerle von Team Plasma findet, trete ich dafür auch in meiner Arena gegen euch an. Toll, was? So ist das Ganze ein Geben und Nehmen. Einverstanden. Ich war nur hin und auf der Suche nach dem Plasma. Wenn ich mit dieser Aktion ein paar von ihnen besiegen kann, werde ich auch noch stärker. Zwei Fliegen mit einer Klappe also. Nun, Nico, ich gehe noch schon mal vor. Okay, also suchen wir jetzt den Plasma hier wieder irgendwo. Was ist das hier? Marktplatz. Oh, gibt es nicht so ein. Gibt es hier wieder Rauch und sowas, was man kaufen kann? Weil der Wasserrauch und so wäre für uns ganz praktisch auf jeden Fall. Was bist du für eine? Verkaufst du irgendwas? Verkauft ihr hier irgendwas? Also verkauft ihr die Medizin hier, genau. Kann ich mit anderen da auch reden oder so? Was machst du hier?
Wenn wir 30 oder höher Pokémon wieder haben, fällt der ein. Kuhmilch. Ja. Das ist alles, was man hier kaufen kann. Also ein Cutmarkt. Da links liegt aber auf jeden Fall noch ein Item. Eine Riesenperle. Erstmal geklaut hier aus dem Laden irgendwo. Okay, dann suchen wir mal den Plasma hier irgendwo. Ich kann auch schon die nächste Route an. Ich habe wieder einen Schritt ins Gras gemacht. Einen einzigen Schritt. Ich hasse dieses Spiel dafür einfach. Und Lauchhubs. Gut, an sich würde ich wahrscheinlich die Trainer auf der Route aber auch noch mitnehmen, weil wenn die ja schon betreten können, dann passiert dasselbe wie jetzt auf der alten Route. Also wenn man macht mit der Arena hier, geht dann auf die nächste Route, wo es zur nächsten Stadt geht, dann sind die Trainer da noch schon immer noch irgendwie so 6-7 Level unter mir. Wenn wir schon hier die betreten können, wahrscheinlich bis zu einem gewissen Punkt, dann kann ich jetzt ja auch schon die Trainer besiegen. Ein Forscher. Sehr so kurz. Oh, 27, das passt schon ein bisschen mehr. Das war schon wieder zu stark eigentlich schon fast. Nix Abwehr, okay, das ist nicht so gut. Ja, lohnt sich auch nicht rauszutauschen. Sprungkick, aha. Und noch ein Sprungkick, okay. Guck mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Wahrscheinlich im Fall seit was halt, hält uns hier nachher auf? Letzte Route hat uns ja eigentlich eine Brücke aufgehalten. Um sie wohl irgendwie, keine Ahnung, den Plasma so aufhalten würde von der Theorie her. Ein Ranger, oh, heißt, wir kriegen eine Bäre geschenkt. So, hatte der auch irgendwas mit Elektro-Tank abzufangen? Ne, der hatte Statik, hatte der, ne? Können wir auf jeden Fall Wortwechsel einsetzen zum Rauswechseln. Jetzt geht das schon wieder los. Ich schieb noch so viel, ey, wenn ich so mit dem Molgas. Na gut, egal, gehen wir wieder auf Onyx einfach raus. Da tankt wenigstens alles weg, was es machen kann. Und das Spam-Aber hier Katapult aber durch. Wenn sie irgendwann down haben. Haben wir schon mal getroffen immerhin. Komm, bitte treff, 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 bitte treff. Dankeschön, Onyx. Vielen, vielen Dank. Okay, dann machen wir eine Säure da drauf einfach. Da man auch mal wieder was tun kann. Ja, halbes. Ah, schade, ich muss sagen, halbes Leben, aber wie gesagt, hat er leider zu viel HP zum Töten. Bodycheck. So, okay, jetzt mal wieder eine Beere. Du hier? Eine Schirmdame. Ah ja, ist eine tolle Trainerklasse.
Einfach eine Schirmdame. So, gut, dass wir wissen ja bei dir, du bist nur Typ Wasser. Das heißt, Elektronetz. Lebt das Ding auch noch, ey. Ah, ei. War das jetzt dreimal Schallquapi oder was? Irgendwie viermal? Wie viele Pokémon hatte die? Doch vier, ne? Tja, was sehe ich? Dann gehe ich am Voltwechsel. Aber er ist dann auf jeden Fall tot. Dann machen wir das andere also einfach kurz mit Red Pain weg. Weil wir zweimal Strauchler einsetzen. Und für den letzten gehen wir einfach wieder zurück auf den Voltwechsel. So, ne, ich möchte nicht durchtauschen. Vielleicht können wir beide aber mit Strauchler wegmachen, ne? Ja. Im Schlafsein überlebt, dafür wiegt er einfach zu wenig. Hey. So, okay. Haben jetzt keine Aufplatz gemacht. Und ich würde auch mal sagen, das war's erstmal für heute. Gucken wir mal morgen noch, bis wo die Route hier geht. Und sonst suchen wir morgen dann Team Plasma in der Stadt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.